Heute seht ihr die unglaublichsten Roblox-Videos auf der ganzen Welt. Wenn ihr nicht diese coolen Spiele verpassen wollt, dann guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Hihi, ja, hallo Kaspar. Oh, hallo Broxo, guck mal, wo wir sind. Ey, das ja. sieht ja richtig crazy aus, oh Leute. Oh mein Gott, und zwar, das ist auch crazy, und zwar ist es eine Troll-Obby. Ziemlich einfach, man muss einfach nur rüberlaufen. Okay. Ja, und ich gehe direkt drauf, bei der allerersten Stage. Ist ja mega, also warte mal, wähle einen Weg. Wir müssen sozusagen jedes Mal. Ich dachte, okay. Alter, wie schlecht bist du? Ich dachte, man muss dann. Bist du links laufen? Ja. Achso, dann können wir rechts laufen. Dachte, nicht. Also, das ist alles noch Level easy und wir müssen hier. Was machst du denn? Ja, ich dachte, man muss sagen. Ich dachte, okay, es war nur der linke, war nur richtig. Der rechte war falsch. Ja. Okay. Hä? Okay, so, jetzt weiter. Hier so locker. Ich wusste ja, es. Ja, oben auf die Dinger draufspielen. Also, es ist eine Troll-Obby und wir anders, versuchen natürlich, ne? so weit zu kommen wie möglich, ne? Vorsichtig. Interessant heißt das Level hier. Hä? Das war ja normal jetzt eigentlich, ne? Das war easy. Was ist jetzt hier? Finde den Teleporter. Teleporter, der ist doch bestimmt. Huh? Irgendwo war der jetzt gerade. Kam der hier einfach oder was? Oh, okay. Ja, der kam. Anders denken. Ich sagte, wir müssen in die Lücken. Ja, wusste ich doch. Ja. So, nein! Ey, das war voll verwirrend für den Kopf. Ich ne? sag dir, da muss man echt bei jedem Ding muss man immer nachdenken. Hä, wie soll das denn jetzt gehen? Muss man außen rumspringen? Nee, ne? Ich hätte auch gedacht, außen. Huh? Einfach rüberlaufen, hä? Was? Das war ja voll einfach. Ach, da war an der Decke eine unsichtbare Decke oder so, wo man gegenkommt. Ja, ja, genau. Ah. Klicke okay, drücke auf die Wand. Okay, das war ja auch easy. Okay. So, zack, Checkpoint. 9 plus 10 ist 19. Nein, wir wurden getrollt, glaube ich. 21. Hä? Ja, ist doch 21. Ja. Das ist doch der Joke. What's 9 plus 10? So, hier einmal außen rum. Ah! Ja. Also, wir sind schon jetzt bei Stufe 10. Was? Oh, guck mal, wie weit das denn noch geht. Ich glaube, ne? wir müssen einfach. Ja, wir müssen einfach hochklettern da drinne. Und dann teleportierst du dich. Lol. Ich wage es, das zu schlagen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, guck mal, ja, du musst hier auf dem unsichtbaren Weg, der unten genauso vorgemalt ist, musst du laufen. Gut, das ist aber leicht, das war ja leicht. Skilled. Bälle. Bälle. Aua. Das war eigentlich easy, oder nicht? Achso, immer dazwischen springen. Aha. Auch clever, ne? So, seltsame Leiter. Die hier. Ich sag dir, nur eine Seite ist richtig. Ah, oh du wurdest getrollt. Alter, als wenn du es direkt wusstest. Du wurdest getrollt, die Mitte war es ja, nämlich. Ja, wurde ich auch. Okay, Weitsprung. Na! Okay, niemals Weitsprung. Niemals Weitsprung. Safe ein Troll. Deswegen würde ich sagen. Ah, okay, ja. Oh mein Gott, rechts außen oder was? Wo hast du okay, das nicht denn schlecht. Geraten? Keine Ahnung, challenging. Gefährliches Dach. Hä? Ah, warte mal, wenn das okay, Dach warte. Gefährlich ist. Aha. Hä, aber ich bin. Wie schaffst du das darüber? Ah, ja. Okay, ah, jetzt. Yes. Auch. Muss einfach nur gegenlaufen. Okay, wie? Okay. Ja, ja. Einfach durchlaufen. Ah, nee, schade. Rechts lang. Lang. Links lang. Lang. Links lang und jetzt rechts Slalom. Lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, mit Slalom gelaufen. Krass. Ja, ich benutze auch. Deine okay, Augen. Jetzt hier. Warte, guck genau hin. Augen. Rechts, der ist es. Nee, sah so aus. Oh mein Gott, ich seh's. Wieso, was ist da? Guck mal genau hin. Oh mein Gott. Ich weiß, ja, so ein unsichtbares Glas. Ganz, ne? ganz leicht kann man das sehen. Ganz leicht. Okay, sind wir sogar schon bei Insane. Hat den guten Weg gewählt. Oh, warte mal. Rot. Oh, gelb. Was hat er jetzt gemacht? Nein, es ist rot, gelb, gelb. Hä? Hä? Was? Außen rum. Hä? Hä? Wie soll das denn gehen? Hä, das war jetzt gerade voll unfair. Wieso? Ist es rot? Dann was? Dann ist es gelb und jetzt? Okay, jetzt habe ich es. Huh! Ja, gut. Okay, ja, Alter, da war einfach noch ein unsichtbarer Zwei Weg oder was? Zwei Packungen. Hast du den Sprung hier schon geschafft? Hä, ich komme noch nicht mal um die Ecke rum. Wie schaffst du das denn? Oh mein Gott. Als ob. Hier. Hä? Vielleicht. Ist einfach nur hochklettern. Ach so, und dann spring noch dazu. Okay. Seltsame Oh mein Teile. Gott. Ah, verdammte Axt. Okay, das ist auch überhaupt ein bisschen schwieriger. Ah, ich dachte, man muss nur links und rechts springen. Oh mein Gott! Ich wollte, ich weiß, wie es geht. Warte, ich weiß, wie es geht. Aha, dann zeig mal, wie du weißt, wenn du weißt, wie es geht. Zeig mal, wie krass du bist. So, jetzt hier. Hä? Aha, dann zeig mal, wie krass du war bist. Das Alter, du so? Hast ja richtig drauf. Oh, was machst war das? Du? Was war das? Was machst du denn? Und jetzt? Du musst einfach nur von Lücke zu Lücke springen. Einfach nur immer in die Lücke reinspringen. Was machst du denn da die ganze Zeit? Hä, als ob man das so machen muss. Doch, muss man wirklich machen. Ich hab's auch gemacht. Vielleicht hatte ich auch Glück. Hey, du hast Glück gehabt. Warte mal, ich probiere mal was aus. Nee, das geht auch nicht. Naja, also wie kann man so schlecht sein? Ich gehe schon mal ein bisschen weiter. Hey, der hat's auch geschafft. Ist einfach rübergesprungen. Was soll das? Der springt einfach rüber. Du bist ja richtig schlecht. Ey, ich raste gleich aus. Probier noch mal genau auf die Lücke. Es ist halt eine Troll-Obby, ja? Genau das soll sie machen. Jetzt! Und jetzt weitersprung. Oh mein ja! Gott. Ja! Okay. Endlich. Okay, dann wählen wir weise da. Dann wählen wir den reisenden richtigen Weg. Ah! Ah! Okay, warte. Bist du dann rechts lang gelaufen?
Ja. Na, mal schauen, ob du jetzt den richtigen Weg... Ah, Mann, ey. Du musst schon einen der Dinger wählen, das ist schon richtig. Ah. Ja. Und das ist der Wette. Ah. Oh mein Gott, Alter, gleich wieder aber Geld von dir. So. Ey. Hä? Wie viel Pech kann man haben, dass ich alles falsch... Hä, Leute, das ist ja bei dir anders, glaube ich. Hä, Leute, das ist bei dir anders gewesen, bei mir war der hier. Ja, geh rauf, zeig. Bei mir war... Ja, hey lol, ich schwöre dir, nein, voila, guck mein Video an. Bei mir war zweimal rechts. Wow, bist du gut, sagt das Ding. Okay. Hä, warte mal, jetzt weiß ich, bei mir war zweimal rechts, jetzt ist es, wie ist denn jetzt? Hä, jetzt ist zweimal links. Lol. Ja, viel Spaß bei dem Ding. Da sehe ich doch sofort, wo ich hier lang muss. Sag mal, denkst du, ich bin blöd oder was? Hä, hey, denkst du, ich bin schlecht, ja, ich hab's anders irgendwie gemacht, keine Ahnung. Ich bin einfach geradeaus hochgesprungen. Man muss safe was anderes machen. Safe hier um die Ecke rumspringen oder sowas, oder? Ich suche gerade wieder irgendeine unsichtbare Wand und ich sehe was. Nee, man muss safe an das Ding ranspringen, aber von der Seite oder so. Ja, okay. Hä, du standest hier gerade für eine Sekunde drauf. Du stehst da für eine Sekunde irgendwo drauf. Ja. Ja, abs. Okay, ja, ich auch. Okay, da war so ein kleiner Punkt, habe ich gesehen. Verdächtig. Oh, ich wusste doch, dass das hier falsch ist. Ey! Ich glaube, man muss immer den richtigen wählen. Das ist Glassbridge-mäßig aus Squid Game. Nein, nein. Oder? Glaubst du? Jetzt hier? Nee, hä? Wie soll denn das gehen? Hä, wie habt ihr es gemacht? Ja, wie seid ihr weitergekommen? Wie seid ihr weitergekommen? Spaß, Gaspar. Wie seid ihr weit... Sag jetzt sofort, wie ihr weitergekommen seid. Nein, spring doch durch die Lücken. Sag doch. Spring nur durch die Lücken. Sag doch, du Unkorrekter. Spring nur durch die Lücken. Gesagt, ja, mach ich doch die ganze Zeit. Spring durch die Lücke. Ja, mach ich doch. In der Mitte. Ja, und jetzt? Erstmal auf 1 und dann in die Mitte. Jetzt musst du hier. Das glaube ich nicht. Du musst rechts, dann in der Mitte, dann links und dann rechts. Jetzt, wohin? Wohin? Lässt er links von dir. Auf das Lila drauf. Ja. Okay, so. Nee, du Assi, Alter! Wie, Digga, du bist doch in... Nee, Digga, du bist... Digga, guck mal. Ein Weiterspringen, hier hin. Glaub mal, dass ich dir nicht helfe. Jetzt nach rechts springen. Geradeaus, nach rechts. Oh, ja. Gott sei Dank, Alter. Ja, ich hab dir geholfen. Sag na, mal ja, Dankeschön. Okay, ja, du, ja, vielen Dank, vielen Dank. Du hast echt geholfen. So, wo müssen wir jetzt hier lang? Außen, glaube ich, oder? Ich glaube nicht, dass wir da drin... Also, so wie ein unsichtbares Glas am Ende. Müssen wir denn lang jetzt einfach wieder zurücklaufen, oder was? Hä, wie bist du da hochgekommen? Tja, mit Skills. Manchmal ist es auch eine Skill-Obby. Ja, einfach rechts, okay, ich bin einfach rechts raufgesprungen. Oh nein. Oh ja? Ah, okay. Nein! Nein! Okay, da muss man aufpassen. Ja, also. Gut zu wissen auf jeden Fall. Als allererstes der ganz rechts. So, wie weit? So würde ich sagen, oder? Würde auch ungefähr sagen. Man kann auch nicht sehen, wie weit. Ja, oh. Würde ich nämlich auch sagen. Oh. Oh. Oh mein Gott! Okay. Oh mein Gott, Alter! Einfach gemacht. Dein erstes Labyrinth. Einfach gemacht. Unser erstes Labyrinth, Kaspar. Nee, rechts ist falsch. Kann man nicht durch. Und man muss sich hier lang quetschen. Oh, man muss richtig so, als wäre ich so eine dünne Spaghetti. Alter, ja, hier geht's raus. Okay, das war krass. Hä, das war aber voll leicht. Okay, man muss einfach nur, oh nein, man muss einfach nur dazwischen springen. Das ist einfach nur eine Obby. Aber, warte mal. Ja, aber der letzte Sprung ist der letzte geht nicht. Der letzte geht nicht. Müssen wir jetzt hin, ist die Frage. Hä? Kann man einfach durchlaufen? Da kann man einfach durchlaufen. Yo. Oh mein Gott. Finde und schreibe den Code im Chat. Welchen Code denn? Der unten drunter? Den Code. Der unten drunter steht gar nichts. Schreiben mir welche. Haben die schon mal den Code reingeschrieben? Scheint nur ein Prank, Digga. Das ist nur ein Prank. Ah, meinst du, es gibt gar keinen Code, oder was? Oh mein Gott. Wo ist der Code? Wo hast du den Code gesehen, hä? Wo hast du den Code gesehen? Ja, gut, oben drauf, guck mal oben drauf. Der Code ist Smiley. Ach da, Leute. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh andere Raps. Okay, so. Ei, ey, jetzt so lang, rechts oder links? Hä? Ich bin jetzt gerade links und rechts gesprungen. Okay, man kommt nicht rechts und man kommt nicht links. Wo müssen wir denn dann lang? Hä, wenn nicht rechts und nicht links geht? Oh, wie bist du denn da aufgekommen? Nein! Oh, hier, okay, hier kann man hochklettern. Wo ist das? Lol, wie hast du das denn gesehen? Ich wusste einfach, dass man es machen muss. Ha! Durch alle auseinandergenommen. Du das gecheckt hast. Ja, aber du Maschine. Bin in den Teleporter. Hä, wie viele gibt's denn hier? Man muss halt einen auswählen, den hier. Ja, hä, wo vielleicht alle durch. Sein? Haben wir auch echt? Ich habe jetzt. Ich berühre auch. Warte mal, die untere Reihe haben wir jetzt alle durch. Oh mein Gott, Digga. Ich wusste es, man muss auf den Text gehen. Stimmt. Ich dachte schon, drücke auf den Teleporter, dass man so klicken Geschwindigkeit. Muss. Oder? Oh mein Gott! Ey, das ist schwer, das ist voll schwer. Das wird richtig schwer gleich. Sag mal, was soll denn das? Hast du's? Hä? Wie bist du denn darauf gekommen? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ich bin beim nächsten. Hä, woher weißt du denn, wo der Weg ist? Woher wusstest du? Oh mein Gott, man sieht von unten, sieht man das. Von unten sieht man es einfach. Rate die Stufen. Lol. Hey, ich bin trotzdem draufgegangen. Oh mein Gott, ich bin gerade mit den Stufen richtig gut gehört schon gewesen. Ratenstufen. Okay, das ist Glassbridge. Oh mein Gott. Jetzt bist du dran, jetzt habe ich alle. Oh, nein! Alter, crazy. Hä? Oh, schade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, was mache ich denn? Ah! Hast du es? Ja, ich hab's. Es war der rechte. 6.
7. Und jetzt? Rechts, rechts. Ey, du Assi, Alter! Ja! Digga, du bist wirklich, nee, ab und zu bist du echt so ein richtiger, ja, nee, ey. So ein Anti-Mate. Da, Bobby, du musst am Ende in der Mitte springen. Digga, ich vertrau dir hier und dann so, machst du den, weißt du, was ich mein? 3, 4, 5, 6, 7. Ey, Mano! So gut. Wie kommt man denn da rum um die Ecke? Ich komm da gar nicht erst rum. Ja, das ist Skill. Aber wie kommt das jetzt hingekommen? Du musst die andere Seite zurück, sagt sie. Ja, genau. Ah, okay, gut zu wissen, so. Nein, ich glaube, sie beim letzten falle ich runter. Boah, krass, Alter. Danke. Du musst nur mal zurück, dann bist du teleportiert. Ich glaub's nicht, ich bin jetzt einfach zu schlecht dafür. Ich guck mal ganz kurz die Bälle an, mehr Bälle. Was soll man denn hier am besten machen? Hier sind so Bälle. Ich frag mich gerade. Kann man einfach rüberlaufen? Ja, aber dann... Nee, da fällt man runter. Ich bin auch runtergefallen. Also wie man jetzt hier weiterkommt, kann ich ja auch nicht sagen. Also wollen wir die Leute einfach, dass sie das in den Kommentaren mal sagen. Ja, Leute, ihr müsst auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie wir weiterkommen, weil wir kommen ja anscheinend nicht weiter. Das ist schon ganz, ganz schwer. Aber immer haben wir es bis Stufe 36 geschafft. Auf jeden Fall. Was geht ab, Kasper? Was geht ab? Guck mal, wie krass das aussieht hier. Zone 1, und nicht stoppen. Ich weiß. Wenn du jetzt stoppst, dann sind dann wir... Dann stirbst du. Aber wir können hier sind wir safe. Auf diesen Dingern sind wir safe. Okay. Also das ist sozusagen eine Obby, die wir heute machen, wo man nicht anhalten darf, ja? Genau, hier steht auch oben dann so ein Zeichen No Stop. Und darfst du nicht anhalten, ne? Ich will mal ganz kurz wissen, was passiert, wenn wir anhalten. So, ich bin jetzt hier und stopp jetzt. Hä? Und... Du stirbst einfach mal. Das heißt, sobald du stehen bleibst bei der Obby, also wir müssen immer weiterlaufen, oder also was? Du darfst halt echt nicht einmal stehen bleiben. Und das ist halt das Schwierige heute. Wir haben schon viele verschiedene Sachen gemacht, ne? Mit Troll und sowas. Okay, weiter geht's hier über diese Plattform rüber. Und auch hier darf man natürlich nicht anhalten, ne? Weißt du, wie viele Stages wir haben? Wir haben, glaube ich, richtig viele Stages. Ich kann es dir nicht genau sagen. Es gibt richtig viele, deswegen würde ich sagen, lass jetzt mal ein bisschen durchsprinten und einfach nicht anhalten, okay? Ja, ich werde auf jeden Fall nicht anhalten. Ich bin direkt hinter dir. Ich auch nicht. Hier schön weiter, immer schön ausweichen. Oh mein Gott. Man muss auch schnell denken, das ist das Ding. Man muss ja richtig schnell denken. Ja, safe. Guck mal, hier sehe ich auch schon, das ist nur eine Sache. Oh mein Gott, es gab noch keinen Checkpoint. Wie, stimmt. Es gab noch keinen Checkpoint. Wir müssen jetzt alles schnell. Es gibt immer noch keinen Checkpoint. Da unten ist der erst. Alter, du hast recht. Warum ist da... Oh Gott. Nicht zu früh springen. So, und Checkpoint jetzt hier. Optimal. Sehr gut. Man sieht auch noch, wir sind im ganz dunkelroten Bereich, ne? Oh, ich weiß. Es gibt gleich noch so einen orangen Bereich. Und es wird dann nachher immer heller, je mehr oder je weiter wir kommen. Und es wird auch immer schwerer. Oh mein Gott, hier ist auf jeden Fall nicht stoppen. Es geht natürlich aus der Hölle herauszukommen und in den Himmel zu kommen, ne? So, hier. Wo bist du denn? Ich bin doch hier hinter dir. So. Checkpoint, so, zack. Zack, hier, die nächsten. Um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir jetzt ungefähr? Ich glaube, wir sollten gleich schon in den helleren roten Bereich kommen. Nee, wir sind gerade noch am Anfang von dem dunkelroten, ne? Pass auf, ne? Jetzt wird es hier schon ein bisschen tricky. Pass auf, wir machen mal eine Challenge. Ich setze 10 Euro in den Pott. Wir dürfen gar nicht anhalten heute, okay? Okay. 10 Euro Wette. Okay. Ich halte auf jeden Fall gar nicht an, kein Problem. Oh mein Gott. Das war schon ganz, ganz knapp. Easy. Easy. Man muss halt auf jeden Fall immer mit der Maus ganz gut arbeiten. Ja, ich merke das schon. Also am Computer auf jeden Fall einfacher als am Handy wahrscheinlich. Ja, so jetzt hier schön. So. Zack. Oh, man muss. Das Ding ist, guck mal, du hast das Glück jetzt, dass ich vorne bin. Ja, ich kann immer sehen, was du kannst einfach sehen, was ich machen muss. Das ist halt das Ding. Ja. So, hier. Oh mein Gott, ich bin fast über den Checkpoint rüber gesprungen. Oh mein Gott, hier hoch. Das wäre nicht so optimal. Stell dir das mal vor, wenn du alles nochmal neu laufen musst. Ich weiß. Ich habe gerade gesehen, es gibt auch manchmal so Geheimtricks, ne? Da war gerade so ein dünnes Ding. Easter Eggs oder was? Ja, genau, so Easter Eggs. So, ich kletter kurz hier hoch und wir müssen... Hier hoch, zack. Oha. Und wupp und oh mein Gott. Also jetzt... Alter! Oh mein Gott! Oh nein! Ey, das kann doch nicht sein! Das wäre zu krass. Schade. Ist auch drauf gegangen? Ja. Also alles krass. Gut. Genau. Okay. So. Oh Gott. Wo jetzt lang? Hier oder was? Man kann voll die Abkürzung nehmen, ne? Das ist voll crazy. Oh ja, safe. Einfach hier schnell durch. So, bam. So, hier rüber. So, alles entspannt. Ich bin jetzt direkt hinter dir. Oh Gott! Oh Gott, okay, das war schon ein bisschen mehr lebensmüde, aber ich hab's geschafft ohne Probleme. Ich auch. Man darf hier echt nicht anhalten. Wir sind echt aber richtige Obby-Profis heute, ne? Ding ist, wenn du anhältst, bist du ein Loser. Oh, ich glaube halt, die leuchtenden Sachen dürfen wir halt auch nicht berühren, ne? Die leuchtenden Sachen sind, glaube ich, so heiße Sachen oder sowas, ne? Das kann gut sein. Aber bis jetzt auf jeden Fall noch echt relativ easy, ne? Das ist auf jeden Fall noch, oh mein Gott, eine Rutsche. Oh nein, das ist ja, oh Gott. Das ist, aua. Oh ja, das ist gar nicht easy. Du hast gesagt, das ist easy. Ja, das ist auch easy. So, weiter geht's jetzt hier. Hey, nein, hey. Komm, 3 Leben hat jeder, oder was? Ja gut, okay. Doppel oder gar nicht, 20 Euro ist im Pott. Okay.
So, yeah. Nicht anhalten. Also, so, echt. Jetzt aber. Zack, so. Checkpoint. Okay, weiter geht's jetzt hier. Weiter geht's. Hier rauf. Boah, ich bin jetzt richtiger Parkour-Profi. Alter, du hast so abgekürzt gerade. Ja, ich bin richtiger. Das ist ja krass. Guck mal, ich hau jetzt ab. Ich hau jetzt einfach ab. Haust rein. Ey, du ziehst ja voll vor mir durch, sag mal. Oh nein, das ist schwierig. Oh mein Gott. Hier lang. Das wirst du nicht schaffen. Was denn hier? Wir haben die Zone fertig. Wie ein Gott. Hä? Wir haben die Zone fertig. Oh mein Gott, wir sind jetzt in der nächsten Zone. Jetzt sind wir schon mal in einem nächsten Bereich. Jetzt ist es auf jeden Fall viel, viel schwieriger. Jetzt komm, guck mal. Also für Teile vor uns sind. Jetzt sind wir schon in der roten Zone, ne? Ja, ja, jetzt sind wir in der roten Zone. Nicht in der dunkelroten, so. Und hier auf jeden Fall rüberspringen, bisher, also bisher muss ich sagen, wir sind jetzt gerade Stage 35. Aua! Leute, da war ein Laufband! Ja, ach nee. Und dann oh mein Gott, jetzt habe ich gar nicht gesehen, dass es das ein Laufband ist. Okay, sehr gut. Weiter geht's. Okay, und es dann wird hier auf jeden Fall schwieriger. Ja, ja, es wird auf jeden Fall viel schwieriger. Also hier wird auf jeden Fall viel, viel mehr kommen. Alter! Das berühren? Das bringt echt zusammen. Es bringt echt zusammen. Oh. Nicht anhalten, nicht anhalten! Ich halte dich an, ich halte dich an. Keine okay, Sorge, wenn ich anhalte, gehe ich hier sowieso drauf. Ja. Hier lang. Oh. Und Laufbahn. Oh. Wow! Okay, okay, okay. Wir kommen echt sehr, sehr gut voran. Ich bin gespannt. Ey, ich muss sagen, heute sind wir ziemliche Obby-Kings, würde ich fast sagen. Ja, muss ich auch sagen, ne? Also, ist schon gut unterwegs. Ich bin auch sehr, sehr. Hä? Loi? Nein! Warum sind wir so schnell? So, sehr gut. Oh Gott, die fressen. Alter! Oh! Alter! Oha. Ich hätte da gar kein Laufband. Du hattest da so ein Laufband oder sowas, ich hatte ne? Noch, oh Gott, Gelee. Oh Gott. Gelee. Oh Gott. Alter. Okay, oh Gott, springt, Gott. Geht aber das? Ich komm gut durch. So, zack, Checkpoint. Ich bin fast runtergefallen gerade. So, hier auf jeden Fall diese Tricksen. Das war nicht ohne gerade. Oh Gott, oh Gott. Ey, ich sag dir, es wird immer schwieriger gerade. Das wird echt aber immer schwieriger. Es macht Spaß. Es macht sehr aber viel Spaß. Aber ich hole dich immer jedes Mal wieder fast ein, ne? Ja, du bist gut schnell auch. So, hier lang. Bam, boom, bang. Vorsichtig. So. Bada boom, bada bang, bada pow. Heil! Oh, nein! Yeah. Schade. Okay, ich warte auf dich hier. So, okay, ich bin auch direkt hinter dir. Oh, vorsichtig, Kasper. Selbst das ist hier auch wackelig. Oh Gott. Bam. Oh Gott, oh Gott. Und rüber hier. Oha. Zack, Checkpoint gut. Wenn man da nicht gesprungen. Oha. Das sieht ja, das ist ja voll leicht. Ja, ist ja übertrieben easy. Ist ja schwerer. Hä? Bam, bam, bam. Wieso bist denn du gerade draufgegangen? Ich weiß auch nicht. Man darf diese leuchtenden Teile außenrum nicht berühren. Ey, man muss sich jetzt einfach für einen Weg entscheiden. Ich habe jetzt den rechten genommen. Ich habe jetzt den linken genommen. Ich hoffe, der linke ist auch richtig. Sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus. So, hier. So, ich bin direkt hinter dir. Wie lange braucht die hier vor mir? Guck mal, die überhole ich ja mit Lichtgeschwindigkeit. Und die ist auch noch draufgegangen. Wie schlecht. Oh mein Gott. Alter. Yo. Oh mein Gott. Macht das für dich auch weg, den Weg? Ja. Nein. Hä? Ich bin draufgegangen. Alter, das ist voll schwer. Jetzt habe ich geschafft. Das ist gar nicht. Sowas ist gar nicht meins. Oh nein, diese Laufbänder. Oh, Sprung, nein! Nicht geschafft! Da muss man nur so voll viel Zeit, warte. Das dauert voll lange. Nee, hier easy lang. Peasy, Digga. So easy. Wie schaffst du das so schnell? Hä, das war ja voll leicht, einfach springen. Du musst halt genau in der richtigen Sekunde. Da vorne sieht nämlich orange oder so, ne? Ja, das ist orange. Oh Gott, oh Gott. Und zappa! Sehr so, gut. Rüber hier. Okay, weiter geht's jetzt orange hier. Orange schon da hinten. Alter. Sehr gut. Alter, das ist so ein Gelee-Ding oder so. Nein! Ah, oh mein Gott, geht du alles musst rechts. Links an, muss ganz links anfangen. Ich weiß, hier, du musst zack, dagegen springen. Zack. Ja, so, ja, jetzt ja. Hier aufpassen. So, sehr gut. Rauf hier. Ach, oh verdammt. Mein Gott, nicht stehen bleiben. Bist du stehen geblieben oder was? Nee, ich bin gelaufen hier auf so ein Ding. So. Ja. Ja. Okay. Und oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr so, gut. Speed. Jetzt sind wir mit ordentlicher Speed durch. Mit doppelter Geschwindigkeit. Und da vorne ist jetzt schon orange gleich. Sehr gut. Das wäre so optimal, ne? Wenn wir direkt orange haben. So. Guck mal, easy. Schön, Alter! Oh, ob du das schaffst. Yeah. Wow! Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt springen wir rein. Zu. In Orange und. So, die nächste Zone ist da. Sehr gut. Da hat jemand 130.000 Robux donated. Das ist ja voll crazy. Was? Ja, ja. So viel Robux. Alter, das ist ja richtig cool jetzt wow, hier. Wow, Jump Pads. Boing. Alter, okay, jetzt sind hier noch so Jump-Sachen mit drin, ne? Oh nein. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, hier um die Ecken zu springen. Obwohl, geht eigentlich. Ja, ja geht. Oh Gott, easy peasy. Geht, geht. Aber die Jump-Teile waren interessant. Oh. Oh. Hier? Oh mein Gott, ich bin so schnell. Okay, ich auch. Oh nein. Hey! Hä, du hast es runtergeschickt von mir, oder was? Oh nein. Oha. Die gehen echt richtig schnell weg, da muss man richtig schnell springen. Oh mein Gott, ich hab's gerade gemerkt, Alter. Okay, Alter, optimal. Oh, hier vorsichtig. Die Laser, ich lauf einfach durch, ich lauf einfach durch. Ich auch. Ich bin einfach durchgelaufen, du auch. Alter, ich hab einfach Glück gehabt. Oh mein Gott. Hochbouncen.
Nein, oh, hey, wieso jump-bounce der nicht? Der ist nicht gebounced bei mir. Wuppa! So, sehr jetzt gut. Bin ich am Start. Jetzt sind wir hier. Riese, weil oh mein Gott. Richtig klein, die Plattform. Und ganz schnell muss man das machen. Oh ja. Mein Gott, und weiter geht's. Bouncen und ab ja, zum Checkpoint. Okay, sehr mit Gelee mit dünnen Gelee Sachen. Also springen am besten durchgehen. Oh, nein, easy. Hey. Der oh, hier haben wir jetzt. Alter, hier darf man nicht stehen bleiben, weil man hat hier so Wände, um die man rundspringen muss. Okay. Wow, okay, was für Wände. Ach so, diese hier. Ja, ja, die sind oh aber immer richtig aber das leicht. Ist noch ist das leicht. Ne? Ja, noch die sind noch nicht leicht. So, jetzt hier. Geht's. Ich seh nix. Gelee. Ich seh nix. Oh mein Gott. Oh mein ah. Gott, wie hab ich das denn geschafft gerade? Gelee. Oh, hier rüber jubi. Und zack. So, sehr und gut. Und hier geht's weiter. Hier auch, das ist ja easy, sag das mal. Ist ja aua. Easy, easy. Ja, ja. Drauf. So, und hier, jetzt muss ich hier öfter warten, ist mir aufgefallen, ne? Also die 10 Euro. Ja, die Ura. Na, wieso die... Achso, alles gut, sag mal. Was für ja. Öfter warten? Aua! Was machst du? Ja, ich wusste nicht, dass das oben so ein Laser-Ding ist. Im richtigen Moment muss man halt rüberspringen hier, ne? Ey, ein der Letzte. So, ich bin auch schon wieder beim nächsten Checkpoint. Ja, sehr gut. Du musst aufpassen, oh, dass du oben nicht so. Bist. So. Okay, oh, der ist stehen geblieben. Der ist deswegen draufgegangen. Oh Gott, so. Oh Gott. Was muss ich hier machen? Hier so außen immer langlaufen oder schnell was? Denken ja. Muss man auf jeden Fall. Ja. Aber warte mal, wo müssen wir jetzt hin, ist jetzt die Frage. Liegt dir wahrscheinlich nicht. Oh, hier natürlich liegt mir das. Wow! In die Jump Pads und rauf hier. So, sehr schön. Und jetzt geht's hier weiter. Okay. Oh, mein Gott, das ich war hab's aber, so oh Gott, die nächsten ich Wände. Hier geschafft. Die Laserwände, da musst du ein bisschen aufpassen, sag ich dir jetzt ach, schon die mal. Die sind auch Freund, ne? Oh nein. Ich sag's doch gerade noch. Also jetzt muss ich ein bisschen auf dich warten, würde ich fast sagen. Ne? Ja, ja, einmal ganz kurz. So, wieso jetzt einmal, zweimal schon? Aua, hey, was ist ja, das denn? Ja, jetzt muss ich auf dich warten. Ja, du hast recht. Oh, 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 hier kommt ein Powerlaser. Nein, man darf nicht stehen bleiben. Oh, doch, hier darf man stehen bleiben. Du siehst also immer oben No-Stop und Stop, ne? Du siehst immer, wo du safe bist ich und weiß, wo nicht. Hier darf ich nicht stoppen, hier muss ich stoppen. Hier kann ich stehen bleiben. So, Powerlaser kommt, schön ausweichen Powerlaser hier, kommt. Alles gut. Oh, drüber so, springen. Und lauf. Das schaffst du nicht. So, wie schaffe ich das? Wie hast du das denn geschafft gerade? So, jetzt kommt der Laser. Oh Gott, und jetzt mache ich hier den letzten. Oh mein Gott. Hau rein. Okay. Alter, du hast einfach einen anderen Laser als ich. So, zack, und ich ziehe auch durch. Okay, sehr gut. Dann geht's hier weiter. Oh, hier darfst du auf jeden Fall nicht den Rand berühren. Ja, oh mein Gott, diese so. Laser, die sind auch schon ganz schön schwierig, muss ich die sagen. Die sind echt ne? Schwierig, aber ne? Das, also jetzt hier. Das ging, hä? Attrappe. Wow. Was war das für eine Attrappe, sag mal? Was für eine Attrappe? Das war gerade eine Attrappe da, da ist so ein Weg am Ende, das war einfach gar kein Weg mehr. So, hier ist das. Ich bin hier draufgegangen gerade leider. Diese Dinger. Aber man hier auch die ganze Zeit so erstmal laufen muss. Leute, ich bin stehen muss. Geblieben. Ich bin stehen geblieben und bin ah, draufgegangen. Ah, Karma. Oh mein Gott, warte mal hier. So. Zack und zack. Ich bin schon hier beim nächsten, checken. Übernächsten. Ja, ich doch auch. So, hier. Aua. Bob. Warte. Sag mal. Bob, wir sind auch gleich schon beim gelben Bereich, sehe ich gerade, ne? Ich weiß, ich stehe direkt davor. Ich warte hier oben auf dich. So, hier jetzt. Bin ich. Sehr gut. Okay. Und weiter geht's hier in den gelben hier können Bereich. Wir hochklettern. Jetzt ja, dieses, ja. Ich glaube, jetzt gehen wir zum gelben Bereich. So, nicht stehen bleiben. Wir sind im gelben Bereich. Oh mein Gott, wie krass. Der ist ja richtig heftig. Also ich würde sagen, wenn die Leute das sehen wollen, sollen die mal ein Like da lassen. Auf jeden Fall. Wir werden nämlich heute mal in Roblox probieren, welcher Treibsand denn so am gefährlichsten ist. Diese Frage stellen wir uns nämlich heute und diese Antwort bekommt ihr nämlich, denn so werdet ihr auf jeden Fall im Leben immer gewappnet sein. Wir haben hier sogar Schleim, Moor, also alles, was ihr quasi in echt so sehen könntet, wenn ihr auf jeden Fall auf verrückte Reisen geht. So, ich würde mal sagen, wir fangen auf jeden Fall schon mal an mit Schlamm und hier sind auf jeden Fall auch andere Leute am Start und oh Gott, wenn man da reingeht, warte mal, ich gehe jetzt in den Schlamm rein und ich versinke langsam. Oh Gott, aber man kommt, guck mal, wenn man im Schlamm drin ist, kommt man halt doch relativ leicht wieder raus. Ich glaube, je länger man stehen bleibt, desto mehr rutscht man dann rein, ne, Leute. Aber, oh Gott, okay, ey, das ist ja mega, mega cool. Also Schleim ist auf jeden Fall schon mal eins der etwas ungefährlicheren Sachen. Sollte man aber trotzdem unterschätzen, vor allem, wenn man halt richtig dreckig wird, ne. Also, da wird auf jeden Fall eure Mutter euch nicht freuen, wenn sie das Ganze in die Waschmaschine machen muss. Als nächstes haben wir jetzt hier Ton am Start. Und es ist jetzt hier, oh Gott. Ach, Ton ist denn hier? Oh, Jovi, oh, Hilfe! Was? Wir versinken extrem schnell davon, ne? Guck mal, wir versinken einfach extrem schnell. Warte, was passiert eigentlich, wenn ich komplett versinke? Oh nein, 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 nein. Meine ganze Welt wird gerade voller Schnee oder so. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich glaube, ich setze mich ja wieder ganz kurz zurück. Aua, oh Gott. Okay, also das heißt, je tiefer man geht, desto mehr spürt man quasi diesen Effekt vom Ton und sonstigen Dingen. Wir haben jetzt auch Teer. Ah, das heißt, wenn jetzt so Asphalt frisch gemacht wurde, Leute, auf der Straße,
Das ist dann einfach teer und aus dem kommt man eigentlich nicht mehr raus, ne? Oh Gott. Guck mal, ich bin voller. Leute, ich bin voller Teer. Hilfe! Hilfe, ich brauche Hilfe! Hilf mir doch jemand! Hallo du! Musst mir helfen, bitte! Kann ich den greifen? Oh nein! Nein, 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 nein! Ey, mein Gesicht! Mein Gesicht! Oh! Oh Gott, wir sind unter Teer! Kann ich wieder hochkommen? Nee, wenn man einmal unter ist, Leute, kommt man anscheinend nicht mehr hoch. Ey, was? Ich kann jetzt nicht mehr hochgehen, ne? Das geht nicht, ey. Ey, wir haben hier auf jeden Fall noch viele, viele andere Sachen am Start. Und das Coole ist halt, guck mal, wir haben jetzt erstmal jetzt Treibsand. Das ist der originale Treibsand, Leute. Sogar trockenen Treibsand. Okay, warte, ist das hier ein Unterschied irgendwie? So, das ist Treibsand. Und ich merke schon, man kommt da relativ schwer wieder raus. Also, man kann halt so rübergehen. Aber der ist eigentlich noch relativ entspannt. Oh Gott, ey, jetzt sind meine Hände auch schon wieder gelb. Ah, guck mal, was ist, wenn ich jetzt laufe? Fühlt das ein bisschen eklig an, ne? Wie sieht das aus beim trockenen Treibsand? Ist der irgendwie gefährlicher, Leute? Hä? Oh nein, 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 nein. Ich komme nicht mehr raus. Oh Gott, ich komme doch noch raus. Ey, Leute, das sieht auf jeden Fall echt hier alles mega gefährlich aus. Das haben wir jetzt hier nassen Treibsand. Oh, Junge. Jo. Nein, 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 nein. Nein, 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 lass mich hier raus. Ey, Leute, Hilfe. Ich springe noch schon die ganze Zeit. Aber irgendwie der nasse Treibsand. Ah, Hilfe. Hilf mir doch jemand da vorne. Na, okay, also nasser Treibsand macht uns auf jeden Fall auch anscheinend relativ kaputt, Leute. Ich will mal wissen, was passiert, wenn wir jetzt hier in Schleim reingehen. Wir haben jetzt hier Schleim, Leute. Und in Schleim passiert eigentlich, wie man sehen kann, ist Schleim eigentlich relativ entspannt. Man hat da natürlich danach hier diese Glibberform. Die sieht auf jeden Fall auch echt mega cool aus. Bei Moor ist es dann so, wenn man zum Beispiel jetzt hier in so einem, da sehen wir ja fast gar nicht. Also Moor ist auf jeden Fall auch noch richtig, richtig entspannt, ne? Wir haben hier noch richtig viele verrückte Sachen. Was haben wir hier jetzt gerade? Wir haben nämlich anscheinend Glückwunsch. Hä? Ist das so Wackelpudding? Oder was soll das sein, Leute? Oh nein, sagt jetzt nicht, dass hier ist Kacke, oder? Oh, Leute, mal gucken, was haben wir jetzt hier? Geh mal ganz kurz weg, Kollege. Wir haben hier einmal den Dschungeltreibsand. Ah, die ist sogar noch Lava. Okay, warte mal, Dschungeltreibsand. Oha. Jo, der ist ja voll gefährlich. Guck mal, wie tief wir hier sinken. Einmal beim Dschungeltreibsand. Da steht auch vielen Dank für die Unterstützung. Hilfe. Oh Gott. Ich bin ein bisschen angetroffen. Was ist das denn hier? Wir können hier was kaufen, Leute. Ich glaube, ich kaufe es mal ganz kurz. Ich will hier vorne auf jeden Fall noch abchecken, wie es ist, wenn wir zum Beispiel in Lava reingehen. Ist sogar Honig, Leute. Okay, Lava muss ich doch locker direkt... Oh! Ja. Okay, ich glaube, zu Lava musste ich jetzt nicht viel sagen, Leute. Ich meine, wir können da halt echt nur eine Sekunde reinspringen. Honig soll ja auch anscheinend mega, mega klebrig sein. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir quasi... Wenn wir durch Honig... Wir haben direkt richtig klebrige Beine. Warte, wenn ich jetzt wieder rauslaufen möchte, klebe ich doch locker richtig am Boden fest, ne? Warte, wir haben jetzt hier Nassbeton. Okay, warte, das ist jetzt Beton. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, Leute, ich bin jetzt hier gerade anscheinend Honig und Beton, ne? ich bin damit voll gemischt, Leute. Jetzt haben wir dichter Treibsand. So, dichter Treibsand. Okay, das brauche ich anscheinend gerade echt. Also, in der Zeit, wo ich versunken bin, ne? Ja, guck mal, der hilft mir sogar raus, Leute. Der hilft mir raus. Was ein Ehre, Mann. Wie nett der einfach ist, ne? Der packt mir jetzt hier einen Honig. Ist echt nett von dir. Dankeschön. Hallo, kannst du mich loslassen? Warte, ich muss jetzt hier kann gepackt werden. Mal. Jetzt hänge ich hier fest. Der hat mich festgemacht, Leute. Jetzt hat er mich in Honig reingeklebt. Mann, muss ich wieder zurücksetzen. Oh, der Todesspagat. Kann ich eigentlich auch die anderen Leute greifen und die in so Sachen reinpacken? Weil wir hatten jetzt hier gerade den dichten Treibsand oder gebrochener Schlamm. Und der gebrochene Schlamm macht halt auf jeden Fall dreckig unsere Hose dreckig. Aber der ist auf jeden Fall jetzt nicht wirklich gerade sehr, ja, wie kann man es sagen, Leute, gefährlich. Ne, Moor. Jetzt hier nochmal Moor mit... Oh, das ist denn... Oh, guck mal, man kann fast gar nicht rausgehen, ne? Ey, wir haben sogar noch Obbys. Okay, warte mal. Kann ich den jetzt hier einfach nehmen, Leute? Kann ich den jetzt einfach nehmen? Oh, mein Gott. Ich hab ihn. Okay, warte mal. Kann ich den jetzt einfach nehmen und zu Lava hingehen und ihn da reinschmeißen, Leute? Ey, das wäre ja zu krass. So, komm schon, Kollege, komm mit. Ich pack dich jetzt in Lava. So, Lava rein und zack. Er hat's rausgeschafft. Nein, 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 nein. Das war nur ein Prank. Ich hab ihn. Ich hab ihn, Leute. Ja. In die Lava mit dir. Oh nein. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier schnell durchziehen, Leute. Wir haben uns jetzt ein paar Feinde gemacht. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Wir haben nämlich noch ein paar mehr Sachen am Start. Und zwar haben wir jetzt hier einmal Obleg. Was soll ein Obleg sein?
Oh, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz gefährlich, Leute. Oh, das sieht echt sehr gefährlich aus, das Ding. Obleg, was ist denn das, bitteschön? Das ist, glaube ich, kein... Oh, ist das Kaugummi? Wie sehe ich denn aus? Schmutzig und sauber zugleich. Dschungelschlamm. Was ist denn hier noch gerade? Flüssigmiere. Warte mal, ist das Dschungelschlamm? Ja, auf jeden Fall auch relativ... Also bis jetzt auf jeden Fall Lava am gefährlichsten, Leute. Was ist denn jetzt hier? Oh Gott. Jo, ich komme nicht mehr hoch. Hilfe! Hilfe, was ist das? Was ist das? Wo bin ich drin? Das ist ja eklig. Ich glaube, es ist eklig. Ich bin ganz dunkel. Ich bin ganz vollgeschleimt. Ey, nein. Lass mich hier raus, bitte. Ey. Hey, was war das denn jetzt gerade schon, wo wir drin waren, Leute? Das sah ja übertrieben komisch aus, ne? Warte mal, ich gehe mal hier vorne mal ganz kurz hin. Weil ich glaube, wir haben noch gleich die Obbys, die wir machen können. Aber das sah ja richtig komisch aus. Guck mal, er kommt da auch fast gar nicht mehr raus, Leute. Was haben wir denn hier jetzt? Flüssigmiere. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber wir haben auf jeden Fall ja noch die Seite hier am Start. Und zwar haben wir noch hier Nassschlamm, dichtes Gurtband. Was? Dichtes Gurtband? Oh Gott, das ist einfach meine Hose. Auf Stein? Seife. Ist doch eher rutschig. Ey, als ob ich in Seife so doll versinke. Ich dachte, es ist eher rutschig. Hilfe! Hä, Seife? Hä, warum ist Seife so krass? Ey, ich bin jetzt ein Seifenmensch. Leute, ich komme bei Seife nicht mehr hoch. Ich kann so viel drücken, wie es geht. Ich werde von Seife ersticken. Aua. Hätte nicht gedacht, dass Seife so gefährlich ist, Leute. Muss ich ganz ehrlicherweise sagen. So, warte mal, was haben wir jetzt noch hier vorne? Weil ich glaube, wir haben vorne... Gülle. Oh, Gülle ist, glaube ich... jetzt sehe ich richtig scheiße an den Beinen. Buchstäblich nur ein Loch. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, Leute. Yippie. Nein. Oh, da sind wir noch die ganzen anderen Löcher. Wie cool ist das denn? Nee. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, hier fast alles abgecheckt. Ich will jetzt aber ganz kurz wissen, was das hier für Obbys sind, Leute. Ob wir dadurch halt irgendwas Krasses entdecken. Irgend so eine Mischung aus gefühlt manchen... Hier ist sogar McDonald's. Das heißt, hier haben wir, glaube ich, gerade fettig. Ganz, ganz viel Fett hier auf dem Boden, Leute. So, jetzt hier ganz vorsichtig rüber. Und jetzt sind wir hier sogar schon hier im nächsten Bereich. Und jetzt haben wir anscheinend hier gerade die Obby schon abgeschlossen, wo wir jetzt hier gerade sind. Das sieht auf jeden Fall gerade echt mega cool aus. Kommen wir jetzt auch nochmal irgendwo speziell raus, wo wir auf so eine zweite Etage gehen. Gut gemacht für die Obby. Okay, also wir hatten jetzt, glaube ich, gerade vorne gerade noch eine zweite Obby, ne? Okay, ich gehe mal ganz kurz wieder vorne, Leute. Jetzt schaffen wir auf jeden Fall die Obby. Hier bei dem Ding. Das war ganz schön knapp. Okay, hier müssen wir, glaube ich, am besten so außen ran springen, um dann hier hoch zu klettern. Ja. Nein! Nicht in die McDonald's! Och, nö! So, jetzt schaffe ich aber die Obby, Leute. Kein Problem hier hier kein Problem auf der Titanic. So, okay, pass auf, jetzt hier schön einmal so hier hoch. Okay, das hat jetzt wieder nicht funktioniert. So, ich muss, glaube ich, jetzt hier einmal links außen... Kletter! Kletter doch, was machst du denn hier auf das Ding zu rammeln? Ey, Leute, ohne Spaß. Er kommt ja nicht mehr hoch, ich häng fest. Also die zweite Obby schaffen wir anscheinend nicht. Das gefährlichste war auf jeden Fall Lava, Leute. Jo, guck mal, Gaspar. Wir müssen heute Sterne sammeln. Und, was? Und jetzt gerade haben wir null, oder ich was? Ich weiß, null Sterne. Und wir müssen echt probieren, jetzt hier von Fortune zu Fortune zu gehen. Und guck mal jetzt hier rechts. Das ist zum Beispiel die 100-Sterne-Stage und sowas. Da werden wir später noch hinkommen. Alter, sieht krank aus. Und da steht auch, hilf einander, nach oben zu gehen und Superhelden zu werden. Oh mein Gott. Okay, also Gott. Wir müssen sozusagen heute Sterne sammeln. Und hierfür bekommen wir jetzt einen Stern und 300 Dollar. So. Also wir können hier raufgehen. Das heißt hier... Ja. Geh mal raus. Wow! Was? Und jetzt können wir hier nach oben. Und jetzt können wir hier hochgehen. Dann steht da... dann steht auch mal die ganze Zeit eine Anleitung, was wir machen müssen. Springe auf Spieler, um nach oben zu gehen. Jetzt musst du auf mich springen. Das bedeutet, ich kann jetzt theoretisch nicht alleine. Das heißt, ich nutze jetzt... Und jetzt? Wie geh da rauf. Kommst du jetzt hoch? Geh da rauf. Warte mal. Halt auf den Button, um den anderen Spielern zu helfen. So, jetzt kommst du jetzt rauf. Okay. LOL, so funktioniert das also. Und gleichfalls wieder. Alter, so, nächstes. Ey, das ist ja richtig cool. Hier, ohne Spaß. Hä? Ist schon schwieriger hier. Nein, ist genau gleich. Okay. So, genau gleich. So, jetzt hier schön hoch. Ja, geh hoch da. Jo, super. Hier. Optimal. Oh Gott. Ja, danke. Da musst du jetzt auch schon... Da musst du schon mitspringen jetzt, Papa. Ne? Ja. Okay, oh, sehr schön. Ich muss sagen, es geht auf jeden Fall echt und jetzt? Klar. Oh mein Gott. Ja, wir müssen jetzt gleichzeitig wieder springen jetzt hier. Ja, okay. Okay. Zack, so. Fast geschafft, sehr schön. Hoppa.
Sehr schön, wie viel Stufen sind noch? Einige Stufen sind da aber noch. Einige, ne? Stufen, aber das Ding ist, wir kommen auf jeden Fall easy hoch. Das ist auf jeden Fall noch relativ einfach. Ja, safe, safe. Hier, die anderen werden richtig so wild. Also wir können, glaube ich, sogar später Iron Man oder sowas werden, ne? Oh, guck mal. Keine Fliegenzone. Ich weiß, wir müssen es fast geschafft, Leute. Ja, bestimmt aufs Schild drauf springen oder sowas, oder? Nee, nee, wir müssen jetzt hier richtig so uns hochboosten lassen. Ja, komm schon. Oh, noch ein Stück. Ja, fast, fast. Nein, oh, komm schon. Ja, yeah, oh mein Gott. Okay, Lol, du so. Hast es und jetzt, und jetzt sehr du gut. Auch. Oh, Teamarbeit sehr, sehr lässt schön. Den Traum funktionieren, das stimmt. High five hier, umgehen. Let's go. High five, high five. Ja, lass mal hier den ersten Stern einsammeln. Fast oben. Und Alter, guck mal, schön, da sind auch die anderen. Siehst du das, die anderen Sterne? Sieht alle, aber ich frage mich gerade, guck mal, da oben ist auch so ein Planet. Glaubst du, da könnte man auch hin später? Ein Planet, stimmt. Ein Planet, oh, jetzt haben wir einen, oder? Haben wir jetzt einen Stern? Okay, jetzt haben wir einen Stern bekommen. Jetzt habe ich einen Stern, jetzt können wir hier rein. Hier reingehen. Was? Ey, warum? Ah, jetzt bin ich auch bin drin. Bin ich einfach okay. In so einer Welt und jetzt kann man hier wieder nur einen Stern bekommen. Das heißt, wir haben dann zwei Sterne, ne? Danach haben wir zwei Sterne und dann geht es halt immer so weiter und immer so weiter. Und oha, ich will auf jeden Fall, das Ding ist, du kannst auch hier im Shop reingehen, ne? Weil da können wir nachher auch so Spinnentyp, also Spider-Man kaufen, Hulk und sowas. Also das können wir auch machen. Okay, sehr, sehr stark. Lass mal kurz hier, genau so, schön jetzt hier. Das haben wir jetzt beide sogar gerade gleichzeitig geschafft, ne? Gott sei Dank. Hier, oh ja, ich mach dir, das Ding. So, zack, hab ich gemacht. Sehr schön, nächste. Den können wir auf jeden Fall auch easy hinbekommen. Hier, danke, yo. Brauchen wir gar nicht, komm, hier direkt weiter. Brauchen wir gar nicht. Wir sind so gut, Alter, wir sind so einstudiert hier, sehr schön. Ist so richtig einstudiert. Pass auf, lass mal die anderen coolen Sprungen ankaufen. Ich kaufe jetzt mal ganz kurz Dollar. Gucken wir mal nach oben, ja. So, 100.000 Dollar kaufe ich jetzt mal ganz kurz. Ja, so. Und dann kann ich jetzt nämlich hier anscheinend irgendwas Cooles kaufen. Was soll ich am besten kaufen von den 100.000? Du kannst sogar einen Engel kaufen für 200.000, ne? Ja, aber ich glaube, Engel, der kann ja dann fliegen. Das ist ja dann zu langweilig. Das ist so okay, ich kaufe mir jetzt erstmal, glaube ich. Iron Man könntest du auch werden. Iron Man, 100% Sprung und 90%. Oh, ich kaufe mir jetzt Iron Man. Iron Man sieht richtig cool aus. Guck mal, siehst du mich? Ich bin Iron Man. Zeig mal. Wie cool ist das? Stimmt, du siehst echt aus wie Iron Man. Oha. Ich kann hier direkt auf diese Teile raufspringen. Kommst du? So, bam, Iron Man. Ja, ich habe ihn mir auch gekauft. So, jetzt habe ich ihn. Und jetzt? Jetzt können wir hier von Ding zu Ding raufspringen. Hier. Und jetzt können wir richtig so die Sterne schon mal sammeln. Und dann, ich meine, wenn wir das halt gleich haben, können wir noch viele, viele mehr machen. Jetzt wird es schon knapp bei mir hier. Langsam. Ja, bei dir auch. Oh ja, hier wird es auf jeden Fall knapp. Na komm. Ja, ich habe es. Okay, ich hole dich hier. Ah, ich habe es auch geschafft. Okay, sehr gut, sehr gut. So, und ist auch schon der letzte Sprung, sehe ich gerade. Das ist jetzt hier gerade der letzte Sprung, ja. Ja, okay. So, sehr dann kommen wir nach oben. Weil jetzt können wir nämlich hier vorne. Das ist voll niedrig, das, was du mir gegeben hast hier zum Boosten. Wie voll niedrig? Jetzt. Alter, okay. Das ging irgendwie nicht, keine Ahnung. Weil jetzt können wir nämlich hier oben hoch und uns direkt den nächsten Stern holen. Dann haben wir schon Sterne, ne? Nicht schlecht. Ja, das ist echt richtig geil. Und ich Hummer ist, glaube ich, gleich mal richtig crazy auf den Sachen. So, jetzt hier kurz eingesammelt. Sehr gut. Also, hier geht's weiter mit den zwei Sternen. Jetzt sollen wir viel schneller vorankommen. Rein hier. Ja, ich bin und sehr mal, gespannt. Jetzt das Ding ist, jetzt kriegen wir halt zwei Sterne und immer so weiter. Deswegen geht's halt auf jeden Fall immer viel, viel schneller. Okay, okay. Ja, ja. So, aller Anfang ist schwer, ne? Aller Anfang ist schwer. Easy peasy. Alter, das geht so schnell hier schon. Oh, das da geht's für super, den Boost. Super entspannt. Oh ja, wichtiger. Oh mein Gott, der Doppelsprung-Boost gerade. Ja, 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 ich sag's dir, ganz, ganz stark hier. Alter, wir sind schon ganz oben gleich. Oh ja, danke, sehr gut. Ich mach dir hier den Boost drauf und jetzt können wir uns auch hier schon die zwei Sterne. Jetzt haben wir schon vier Stück, ne? Das Ding ist, jetzt können wir halt nämlich richtig gut die ganzen Sterne sammeln und ich meine, guck mal, später dieser 100, das 100 Sterne Level sieht richtig, richtig schwer aus. So krass, so krass. Ah, jetzt, guck mal, jetzt ist hier drei. Wir können drei machen. Ah, drei bekommen wir. Wie viele Sterne bekommt man hier? Bei drei kriegt man drei. Dann können wir nämlich danach auf sechs machen. Und jetzt können wir hier voll die enge Treppe hier, ne? Die Treppe ist auf jeden Fall echt relativ eng. Alter, wie schnell? Junge, hey, du Assi! Was sollte das denn? Du hast gar nichts gemacht. Runter. Da ist er auch schon. Ja, mein Gott, da hat er gedauert, ey. So. Und hier hoch, so, warte mal. Boing. Okay, jetzt kannst du einfach mal rumgehen. Sehr gut. Einfach auf laufen. Ja, vielen Dank. Auflaufen einfach nur. So, jetzt. Sehr gut. Und jetzt können wir nämlich hier uns den nächsten Stern wiederholen. Sehr, sehr stark. Jetzt haben wir schon Goldkomplex und sowas, ne? Und ich habe auch gesehen, wenn wir oben den Planeten holen, ne, weil das ist ja auch ein Level, dann kriegen wir anscheinend auch Iron Man und richtig viel Geld. Und kriegen nämlich hier 75 Sterne und 50.000. Oh, jetzt müssen wir nebeneinander laufen. Okay, komm, dann gehe ich mal hier auf meine Seite. Zack, so. Oh mein Gott. Das ist ja mega cool. Alter. Ah, ich muss jetzt dir den Boost geben, glaube ich, ne? Ich glaub, sicher? Ja, ich muss dir immer den Boost geben. Und oder du ich mir geb sozusagen. Dir, oh, stimmt. Boing. Oh, und jetzt kann ich dir den Boost geben. Jo, vielen Dank. Sehr oh mein schön. Gott. Jetzt hier.
Das ist so, als würden wir gleichzeitig Trampoline springen. Boing. Ist so. Gib mir den Boost. Ja, boing. Danke. So, jetzt kriegst du hier. Zack. Und für mich, vielen Dank. Das ist ja richtig cool. Zack. Ja, cool. Und hier ist, wenn du aufkommst, ne? Und dann kommt. Safe. Jedes Mal an die Heck geht's hoch. Ey, das macht richtig viel Spaß. Hier. Okay, jetzt machen wir schon den Boost da oben. Zack. Ja, korrekt. Vielen Dank. Ey, das ist ja richtig cool. Das ging auch richtig schnell auf einmal. Und jetzt kriegen wir halt auch richtig viel, richtig schneller die ganzen Sterne, was da natürlich echt jetzt praktisch ist. Jetzt haben wir schon über 10, glaube ich, ne? 11 Stück oder so haben wir jetzt. Ja, jetzt schon kriegen wir 7 Sterne. Und dann können wir jetzt schon mal auf 10 jetzt hier gehen. Und zwar das 10er Level. Und das sieht auch, oh mein Gott. Hier kriegen wir nur 5 Sterne. Ja, okay, aber ich meine, immerhin 5 besser als gar nichts, ne? Ja, aber oh Gott, Alter, das ist schon ganz schön schwer hier, ja? Danke, das sieht ja. Hä? Das sieht ja mega schwer aus. Und sprengen! Ja, habe ich. Ich mache aktivier hier. So, Alter, das Ding ist immer so richtig höher, ne? Ich frage mich, ob man halt mehrere Sachen gleichzeitig aktivieren kann. Glaubst du das? Nein, nein. Ich glaube, man kann immer nur einen aktivieren. Das wäre doch zu OP. Ich glaube, ich kaufe jetzt nämlich noch eine andere Sache. Ich kaufe jetzt für 60.000 110% Sprung. So. Ja. Und jetzt kann ich nämlich noch höher. Oh mein Gott. Aber ich bin jetzt nicht mehr so schnell. Ich bin jetzt langsamer. Ah, du hast jetzt kein Speed mehr, ne? Stimmt. Genau. Ah, okay, ich bin oben, danke. Mach ich aber ich kann natürlich nochmal ein bisschen höher springen. Ja, eben, und ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt, wenn wir das haben, ne? Ja, so. Ja, sehr schön. Das sind jetzt gerade die 10%, die wir auf jeden Fall gerade jedes Mal brauchen. Keine Fliegenzone. Ja, jetzt geht's los und. Jetzt müssen wir auf jeden Fall es irgendwie schaffen, jetzt auf den letzten Hoch zu springen. Ich muss dich irgendwie hochboosten. Ich weiß halt auch nicht genau, ob es vielleicht eine Geheimtaktik gibt oder so. Booste, booste. Oh, komm schon, ey, das muss irgendwie. Ja? Ja, ja, jetzt gleich! Oder? Ja, ich hab's geschafft. So, dann sehr gut, dann aktivieren wir hier, korrekt, vielen Dank. Und jetzt bin ich hier wieder Iron Man. Und dann haben wir auch die 5 Sterne am Start, ne? Nicht schlecht. Also die 5 Sterne waren jetzt gerade mega, mega wichtig. So, alle geholt. Die lassen wir uns mal schmecken. Oh, jetzt kriegen wir, jetzt können wir auf Level 15 gehen, das ist das Goldkomplex, ne? Oh, was? Ja, okay, ja. Warte mal, hier steht auch, nur goldene Gegenstände sind erlaubt. Das heißt, ich habe jetzt gar nichts. Kaufen wir jetzt hier mal den goldenen Umhang. Ich glaube, die Goldmasse bringt, glaube ich, nichts. Ja, dafür habe ich genug Geld. Das konnte ich mit dem. Achso, den goldenen Umhang. Alter. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich kaufe mir jetzt mal ganz kurz. Weil theoretisch muss ich ja nur dir helfen. So, ich habe jetzt hier den Umhang gekauft. Ja, stimmt. Ich fange einfach schon mal an. Du, wenn du den Umhang hast, ey, der Umhang ist weg. Ja, als wenn. Ich glaube, du kannst nämlich damit gar nicht hier das gar nicht benutzen. Ja, oder wir müssen hier nur mal ganz kurz rausgehen aus diesem Dingens. Nee, ich glaube, lass mal zurückgehen, weil ich habe jetzt ja das Golde gekauft. Aber jetzt habe ich trotzdem alle Sachen unten. Also ich wir können uns einfach selber helfen hier, oder nicht? Hier sind einfach nur so, hier sind schon so Jump-Pads. Also ich gehe jetzt einmal rein. Vielleicht können wir. Ja. Nee, die Sachen verschwinden. Okay, dann müssen wir uns anscheinend echt selber helfen. Ja, dann komm mal rüber hier. Ich bin schon hier oben. Ich glaube, wir können einfach uns hier raufboosten. Das müssen wir auch. Aber das ist doch viel zu hoch, oder nicht? Nee, ich glaube, das geht. Oder meinst du? Das geht, sagst du? Okay, ja, dann würde ich fast sagen. Hier, ich mach dir nochmal die Treppe, so, zack, hoch so, da. So, hier kommen wir nochmal hoch. Ist eigentlich immer nur in einer Ecke die ganze Zeit hier, die ganze Zeit. Ja, das geht ja, echt klar. So, okay, ja, ich hab den nächsten. Und jetzt, muss kurz warten, bis der Knopf kommt. Ist hier nicht der Knopf? Wir müssen zusammenspringen. Ach, der Knopf ist da vorne. Nee, wir können einfach uns zusammen hier hochboosten. Ich kann nicht dann nur. Warte, bleib stehen. Ich kann nicht auch dann hier in der Ecke dann das aktivieren. Ach ja, stimmt. Okay, dann, so, lass uns mal hier hochboosten. Ja, vielen Dank. Jetzt aktiviere ich dir das. Jetzt kannst du da hoch und jetzt können wir uns hier wieder hochboosten. Weißt wieder was hochboosten, mein? Ja. So, und zack, danke. Jetzt muss ich aber hier vorne, jetzt müssen wir in die andere Ecke hier drüben gehen. Oh, wow, okay. Oh, dann rennt so schnell hin, ey. Und den nächsten jetzt hier auch, kannst du auch höher springen. Danke, optimal. Sehr gut. Oh, jetzt müssen wir hier wieder in der Ecke hier boosten, ne? Ja, ich komme jetzt nämlich gerade deswegen zu dir. Und zack, oh, sehr hier, gut. Dann kommen wir nach oben. Oh, Alter, vielen Dank. Jetzt, oh, es ist ja ganz hinten links. Guck mal, was da oben jetzt noch kommt, da oben in der Mitte. Wir können noch hochgehen jetzt hier, oder nicht? Ja, ja, ich kann dich stimmt einfach hochboosten. Und jetzt, genau, komm. Ja, was machst du? Jetzt, okay, so. Jetzt komme ich hier auch hoch und jetzt müssen wir hier in dieser Ecke wieder den Knopf drücken. Okay, okay, kriegen wir, ich komme wieder rüber. Aber ich sehe da oben auch schon dieses Flyzone-Schild, siehst du das auch? Das sind nicht mehr viele Etagen. Oh mein Gott, das sind 1, 2, 3, 5, das sind fast 10 Etagen noch. Was? Noch nicht 10? Natürlich. Ja, dann sehe ich das vielleicht bei mir komisch aus, aber bei mir ist ganz, ganz oben. Bei mir ist ganz, ganz oben das Fleischschild. Sieht so nah aus. So, okay. Jo, danke. Sehr schön. Schön geboostet. Hier direkt nächste, komm. Oh, ja. Oh, okay. beide direkt. Komm, einen überspringen, einen überspringen. Einen übersprungen. Jetzt kommen nochmal beide. Ja, lass mal probieren, dass wir beides immer schaffen. Ja, okay. Das wäre vielleicht. Oh, ja. Nee, aber ich kann dir helfen. Das war's nicht. Oh, aua, wo bin ich? Ich reingepackt. So, ich geh mal zur Seite und jetzt hier, bam. Ja, super, vielen Dank, zack, das war's. Jetzt hier wieder beide, na komm schon. Das nächste, komm schon.
Jeppa! Ja, nicht aber beide nein, geschafft. Wir können es mal probieren, beide zu schaffen. Na komm! Ey! Los! Ey! Los! Ich schaff's nicht! Ach, verdammt! Ah, bisschen wiggeln, wiggle, wiggle, wiggle. Okay, wiggle, wiggle, wiggle. Oh, ich laufe ganz so zum schön. Anderen vorne hin, das geht ja. So, bist du bereit? 3, 2, ich bin bereit, eins, yo! Super! Oh, Alter, ich bin auch gerade hochgesprungen, einfach mit einem riesigen Was ist Sprung. Eigentlich das Ding hier in der Mitte? Was passiert da? Da müssen wir. Gute Frage gerade. Hä? Da hätten wir eben hingehen können. Wollen wir mal hingehen? Das ist ein Jump Pad. Oh mein Gott, glaubst du, da können wir dann abkürzen? Warte oder mal, sowas? ich geh da jetzt hin. Das haben wir einfach übersprungen. Ich bin ganz, ganz gespannt, was das sein soll. So, ich glaube, jetzt mal ganz kurz hin. Ist ganz vorsichtig. Ja, wir wollten schon weiter. Oh mein Gott, hier ist sogar ein Loch. So. Alter. Da fällt man auf einmal runter oder was? Und ich jetzt? Du fällst da runter. Oh mein Gott, du hast alle aktiviert. Nee, oh mein Gott, du hast alle aktiviert. Aber nur Spade da unten. Ach nee. Nee, wir müssen schon noch ein Stückchen, müssen wir hier. Aber das heißt, wenn man jetzt runterfällt, hat man halt. Die verschwinden ja sogar wieder. Jetzt sind wir gerade zwei runtergegangen, unnötig. Los, lauf jetzt hier zur nächsten Plattform, Kaspar. Du schaffst das. Ich schaff das auch. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier ist, wenn wir da drauf drücken, ne? Oh, ja, ich weiß. Oh mein Gott, war da ein weiter Sprung. Und ich glaube, okay, jetzt aktivierst du alle da unter, ne? So, zack. Und jetzt alle. Rauf hier. Und wo geht's hin? Ja, es sind alles unter wieder aktiviert, was? Ne? Aber guck mal, es sind nur noch 1, 2, 3, 4 Stufen nur noch zum Schild. Ja, das stimmt, das stimmt. Nur noch eine Stufe, Kaspar, nur noch eine Stufe. Eine Stufe nur noch. Oh ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, wichtig. Und nochmal jetzt hier. Oh mein Gott, ey, jetzt komm schon hier. Los, 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 los. Ja, los. Noch ein Stück. Oh. Komm schon. Ah, du musst, wir müssen zusammen hier. Komm, das geht nur mit Teamwork hier. Teamwork, Teamarbeit. Oh, los. Teamarbeit. Jetzt. Nein, nein. Wieso? Ich bin hier eingesperrt. Ich hab's nicht geschafft. Achso, ja, warte, dann geht er kurz zur Seite. So, ja, dann aktivier mal und. Okay. Oh, super. Und jetzt können wir nämlich hier hingehen. Oh, ja. Und können jetzt hier oben. Und uns den Preis abholen. Ja, es hat so lange gedauert. Ne? Es hat so richtig lange gedauert, Leute. Also lasst auf jeden Fall mal ein Like da und ein Abo. Das war echt richtig lang, was wir gemacht haben. Nicht, dass da irgendwie ein Loch auf einmal ist oder sowas, ne? So attrappenmäßig. Glaube ich nicht. Das wäre zu krass, wenn die das machen würden. So, ja, jetzt bin ich hier gleich oben. Was geschafft und so, okay. Hier oh mein Gott, Alter, hier, zack, ey, sehr schön. Ohne Spaß. Das haben wir so auf jeden Fall geschafft. Ich frage mich jetzt mal, was es halt bringt mit diesem Cape. Ich kann mir zwar jetzt fliegen, guck mal hier, ich kann fliegen. Ey, du könntest jetzt auf das mit 100 fliegen, ne? Mit 100 Sternen. Ich hab ja noch keine 100 Sterne, ich kann auf das 30er jetzt gehen jetzt hier. Ach so, ja, ich kann direkt hochgehen, mit dem Ding halt hochfliegen, ne? Ja, warte mal, kannst du mich nicht mitnehmen irgendwie? Kannst du mich nicht irgendwie auf deinen Schultern mitnehmen? Du hast eine Flugverbotszone betreten, ach so, deswegen ist das keine Flyzone. Damit du die nicht alles holst schnell. Ah, das heißt, man muss es mit Freunden machen. Na gut, Leute, wenn ihr von uns zwei Platz sehen wollt, wisst ihr, was zu tun ist, like da, Abo. Ich Kaspar, will raus. Wir wurden zu 200 Jahren Gefängnis verurteilt. Das ist so schlimm. Ich will aus dem Knast raus. Lass mich raus. Lass mal ausbrechen, ohne Spaß. Ne? Wenn wir ausbrechen, dann können die gar nichts machen mit uns. Okay, dann los auf recht. Hier. Lass auf die Laser auf jeden Fall aufpassen. Guck mal, hallo. Ich helfe gerade. Ja. Warte mal, was hat die gesagt? Die will uns helfen, hat sie gesagt. Ich helfe dir zu einem. Okay, das ist also unsere Helferin oder so, ne? Okay, alles klar. Ja, die wird uns immer wieder ein paar Tipps geben. Ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen werden, hier heute zu entkommen. Okay, das ist natürlich echt gut von der, ne? So, jetzt hier wirklich. Korrekt, muss ich sagen. Hier schon größere Laser, ne? Es wird natürlich immer schwieriger. Am Ende wird es am krassesten. Was hast du eigentlich gemacht, dass du für 200 Jahre genauso wie ich verurteilt wirst? Ich habe den ganzen Schokoladenkuchen gegessen von der Hochzeit meiner Oma. Nein, nicht im Ernst. Und du? Ich habe den ganzen Zitronenkuchen gegessen. Was? Ja. Das glaube ich gar nicht. Aber egal, dafür sind wir Knastbrüder, oder? Ja, das stimmt. Spring rein, sagt sie. Oh mein Gott. Okay, warum geht's hier lang, oder da was? Eigentlich? Nicht, dass sie uns da unsere falsche Fährte lockt. Gerade was. Hier so, erstmal lang, okay. Müssen wir ganz vorsichtig rumlaufen, ne? Aber das Ding ist, wir sind auf jeden Fall echt gut mit Geschwindigkeit ist unterwegs, ziemlich ne? Easy, ne? Ja, wir sind echt ziemlich schnell, muss Du machst ich sagen. Das großartig, ich mach weiter, alles klar. Berühr da bloß nicht den Kanal da unten. Wie den Kanal da unten? Natürlich beruhige ich dich den Kanal da unten. Ja, Alter, das war mal ein Test. Ich wollte mal gucken, ob du aufpasst, ob du mich halten würdest und das würdest du nicht. Vertrauen gebrochen. Ja, ja, okay, dann müsst ihr auf jeden Fall hier hin, ne? Wir müssen hier rüber gehen. Wie geht denn das? Hier, einfach geradeaus. Okay, jetzt hier vorsichtig. Warum ist der Container Gold? Warte mal, sind hier vielleicht irgendwelche Sachen versteckt? Nee, sind hier nicht. Abzeichen oder so? Nö, hier ist gar nichts. Gut, dann weiter geht es hier. Oh, schnell, komm. Du hast doch bestimmt was anderes gemacht. Du hast doch jemanden bedroht.
Ich habe keinen bedroht. Nein, ich habe echt nur... Du hast doch safe jemanden bedroht. Das Ding ist, das Schlimme ist, dass halt die Braut Zitronenkuchen liebt. Und ich habe den komplett aufgegessen. Ja, oh ja, ja. Gott. Du hast doch garantiert Yu-Gi-Oh-Karten geklaut. Nee, du hast irgendwie Gogos oder so von welchen geklaut. Nicht. Doch, okay. Ich nehme jetzt erstmal, ich klaue mir das lang. Getränk hier. Zeig mal, wo bist du? Hier müssen wir lang. Genau. Okay. Du meinst, ein Getränk willst du erstmal nehmen? Ja, sehen wir so aus, als hätten wir Zeit für Getränke oder was? Ja, ey, mein Gott, warte mal, was ist denn hier jetzt? Die Pfeile... Oh Gott! Der Professor! Endlich ein Testobjekt! Nein! Oh Gott, was? Oh mein Gott, Mien! Okay. Das heißt, anscheinend wissen welche, dass wir ausbrechen und legen uns jetzt irgendwie. Ja, natürlich wissen sie das, wir sind ja auch nicht da! Oh Gott! Oh Gott, hier, schnell, okay. Was sagt sie? Ganz vorsichtig, nicht in die Lava fallen! Okay, kein Problem, wir werden nicht in die Lava fallen. Alter, die ist echt richtig heiß, ne? Alter, ich schwitz schon! Ich schwitz auch schon! Ja, lange, okay, so, sehr gut. Und zack! Was ist jetzt hier? Okay, such dir einen dieser Röhren aus. Okay. Verwende die Röhre, um rüberzukommen. Okay, dann ich nehme die rechte. Ja, ich nehme die linke. Und rüber! Ja! Sehr gut, ne? Ganz, ganz wichtig jetzt hier. Sorry, Alter, wir sind echt hochlaufen. Wir kommen richtig gut voran. Wir kommen echt richtig gut voran. Ne? Was ist aber die Frage? Das ist ein Feuerlöscher. Hä? Das war die Frau! So. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre der Feuerlöscher. Wow. Ja, wo sind wir denn jetzt? In unserem Büro. Wir sind im Office-Bereich von den Wärtern. Oh mein Gott, okay. Kann ich mir hier das Ding kaufen? Ich kaufe mal ganz kurz nochmal. Nee, ich habe schon genug Geschwindigkeit. Brauche ich mir eigentlich nicht kaufen. Geschwindigkeit brauchen wir nicht. Komm, zack, wir gehen hier weiter. Okay, also pass auf, die Laser. Alter, wie ich da gerade durchgezogen habe. Warte, ich muss kurz warten. Ja. Wow! Alter. Pass auf hier, das ist hier ganz, ganz gefährlich. Alter, hier sind die ganze Zeit Laser. Okay, ich warte. Alter, das war ganz schön schwer hier gerade. Und ja, ich habe es auch geschafft. Sehr, sehr gut, ne? Ja, sehr gut. Okay, so, es geht weiter. Hier lange, okay. Und zack, zack, Zack. Oh mein Gott. Hier nicht berühren. Sehr schön. Das war echt richtig gut, ne? Ey, kauf dir mal diese Flügel. Nee. Guck, wie krass die aussehen. Ich guck, wie viel die kosten. Die kosten 200 Robux. Okay, ich kaufe mir die. Was? Ich kaufe mir die. Alter, ich kaufe mir die Bad Wings. Und was kriegst du? Hast du die jetzt? Wo sind die? Was? Oh mein Gott, du wurdest veräppelt und guck mal, ich hab eine Fackel. Ich hab sie mir nur gekauft, weil du es gesagt hast. Hey, wo hast du die Pistole her? Keine Ahnung. Hä? Wo hast du die denn her? Wow. LOL! Du kannst dich damit teleportieren! Wow! LOL, die hast du dann bekommen! Hä? Aber ich hab nicht meine Flügel. Na gut, okay, dann lass wir hier durch die Dings gehen, durchs Portal. Okay, immerhin hast du was bekommen hier. Okay. Ich will meine Flügel haben. Wow! Hä? Was ist das denn hier? Das Schwerelosigkeits... Das ist oder was? Ja, ich sehe es gerade. Okay, mal gucken, ob du an den Teil vorbeikommst. Der Plasma-Laser hat er für uns. Oh. Mhm. Hier lang jetzt, pass auf. Ich kann mich teleportieren damit. Oh mein Gott, Achtung, auf die Laser aufpassen. Oh mein Gott. Okay, was sagt die jetzt? Gegen die Spulen springen. Oh nein, was macht der denn jetzt schon wieder? Warum ist der Professor so gegen uns? Ich dachte. Das ist hier so ein Laborgefängnis, glaube ich. Oh mein Gott. Hier immer schön zickzack. Strom! Guck mal, was ich machen kann. Tiu. Ey, unfair! Du kannst dich teleportieren! Cool. Oh mein Gott. Was soll das denn? Strom! Okay, schön hier Speed. Nicht die Laser berühren jetzt! Nicht die Laser berühren! Wenn du jetzt die Laser berührst. Pass auf! Oh mein Gott. Wenn du die jetzt berührst, dann war es das mit dir. Dann bist du dich zu 20 Jahren verurteilt. Dann bist du 20 Jahre tot. Was? Bitte nicht! Oh mein Gott, wie tief geht das? Was? Aua, ich bin auf dem Gesicht gelandet. Wo sind wir? Ich hab Bauchfläche gemacht. Wir sind ja übertrieben weit irgendwo in den Katakomben hier unten irgendwo, ne? Ich war okay. Dann, Ey, ich sitze! Oh mein Gott! Und Sprung! Ja, ich lande auch gerade. Sehr cool. So, Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, optimal auf jeden Fall, ne? So, jetzt haben wir hier den nächsten Checkpoint. Okay, ich bin... Ey, das ist doch eine Geheimtür da unten, oder nicht? Wo da unten? Blau da? Das Blaue? An der Wand da draußen. Ey, das ist keine Geheimtür. Das war keine. Ja, okay, du mich veräppelt, da ist keine. Ey, warte mal. Das hier? Ja, was denn? Hä? Nein! Ey, du hast die Flügel bekommen. Ich hab die Flügel bekommen. Du kannst fliegen, du bist ein Drache. Miau. Alter, wie schnell bist du? Was? Das ist Alter. Nicht, nein, ich kann sie nur bestimmt einsetzen, nicht jedes Mal. Das heißt, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, habe ich jetzt einen Joker. Alter, vielleicht sollte ich mir die auch kaufen, ne? Ja, die sind richtig... Du kannst ja natürlich das Cape kaufen, sieht auch cool aus. Auch cool, was haben wir hier noch? Yeah!
Sag mal, hör mal auf, dich zu teleportieren, das ist ein bisschen unfair. Aber muss ich aufladen jedes Mal, das geht auch nicht so gut, muss ich sagen. Ah, okay, aufladen, naja, das dauert dann wahrscheinlich ein bisschen. So, ne? Jetzt hier schön einmal, genau, über die ganzen Teile rüberspringen. Oh Gott, es geht weiter ins Portal hier, ne? Es geht weiter ins Portal. Wow! Okay. Hä, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier irgendwie in so einem Das ist das geheime Labor, das ist der geheime Laborbereich hier. Ja, ich sehe es auch gerade. Und sie sagt, oh, ich bin so stolz auf dich, dass du so weit gekommen bist. Ja, korrekt. Oh mein Gott, wir müssen uns echt beeilen, dann nicht, dass nachher hier irgendwie der Wärter hinter uns kommt, dass das und der weiß, dreht langsam auch schon durch, der Professor. Hier lang. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich bin direkt hinter nicht, dir. Achtung. Du darfst nicht das Lilane berühren, nicht das Lilane berühren. Okay. Was die denn okay, alles gut gegangen, alles gut. Also, ich wollte dich ein bisschen veräppeln, ey. Du warst aber also, zu schnell. Echt. Ah, nein! Okay, das habe ich jetzt davon, dass ich mich teleportiert habe. Ich bin genau zwischen den Hitze geflogen. Karma. Ja, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hier lang. Ja. Alter, wie schlecht bist du denn? Ha, Alter, was denn wie schlecht? Man muss mit der Teleportionsgun muss man schon umgehen können, ne? Ja, habe ich doch gerade gemacht. Ich war eigentlich gerade gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Okay, hier lang. Ich bin direkt hinter Gott, dir. Ich sag dir, du kriegst mich nicht mehr, du kriegst mich nicht mehr. Ah, hä, wieso? Oh mein Gott. Okay, warte mal. 3, 2, 1, jetzt! Ja. Wow, ja, ich bin vor dir, ich bin vor dir. Ey, nein! Hättest du dagegen gelaufen? Nein, nein, du hast mich dagegen gestoßen mit der Gun. Ja, ist ein Teleporter, wir können wieder durchgehen. Gestoßen. Oh mein Gott, oh mein Gott, im Laborbereich. Ich hab mich in einem Plasmafeld eingesperrt. Was, müssen den Knopf drücken, um zu entkommen, oder was? So einfach kannst. So einfach ist es, oder was? Hä? Okay, ich drück mal. Oh, was war das? Hä? Es ist ausgegangen. Ist ausgegangen. Das Plasma-Dingens. Okay, da drin, vielleicht nach rechts, sagt sie. Okay. Hier, ja. Mhm. Ich frag mich, meinst du, sie hat recht mit rechts? Ich meine, links ist natürlich auch ein Weg, ne? Okay, ich guck mal links. Mal gucken. Komm, lass mal links gucken, sie hat recht. Ich will sie jetzt echt veräppeln. Nee. Nee. Da ist Lava. Das ist der richtige Weg, oder nicht? Schwing mal da runter. Kannst okay, runter warte, springen. ich spring runter. So. Ja, geh mal hinter. Und runter! Ich springe! Wow, Brooks, oh nein! Was? Alter! Wie krass war das? Auf einmal kommst du wieder hochgepäst. Hast du dir die Speedcoil gekauft? Nee, wieso? Du bist schneller als ich. Ah, so ein Ding. Ach, deswegen hast du auch gedacht, dass du schneller bist. Ah, okay. Au, au. Oh, hier lang jetzt erstmal so. Zack, zack, hallo? Zack, zack, zack. Ah. Alter, du bist ja voll die lahme Kröte. Hey, da war gar kein Checkpoint. Du wurdest 200 Jahre verurteilt, weil du so langsam bist im Straßenverkehr. Ja, ja. Okay, warte mal, jetzt bin ich auch gerade schnell. So. Ey, ich seh dich da hinten, okay. So Alter, ich bin also ganz hinten, ne? Alter, pass auf da mit den Lasern! Ja, selbst schuld! Wollte es gerade auch sagen. So, ich hab jetzt hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Laser! Oh, wow! Die Laser, oh, Schnellbeilung! Schnellbeilung! Komm mal rüber hier, komm, zeig dich! Ja, okay, bam! Du denkst, Alter, wie schlecht du bist! Du denkst, du kannst fliegen, ne? Aber ich kann auch fliegen! Ich kann auch fliegen, auf geht's! Ich bin vor dir am Ziel. So, ey, dann klettern wir doch mal hoch jetzt hier. Hör auf damit! Was sagt sie jetzt? Du musst weitergehen, glaub an dich. Ah, du wirst nie entkommen. Das sind meine härtesten Fallen aller Zeiten, okay? Was? Oh Gott, nein. Oha. Oh mein Gott. Das war heiß. Das war gerade richtig knapp, ne? Ey, wie oft kommen wünschen jetzt hier die Flammenwerfer? Alter! Bist du lebensmüde? Oh mein Gott. Ja, ich hab nur ein bisschen Alter. Schaden genommen. Wow. Ja. Oh Gott. Ja. Jawohl. Das waren die härtesten Fallen. Das war ja richtig schlecht. Das war ja richtig boring, muss ich sagen. Ist so. War ich ja im Schlaf. Was, hier stimmt irgendwas nicht. Wow. Jetzt geht's ab hier, Alter. Okay, jetzt geht's echt ab hier. Alter, ich wollte jetzt hier lang. Jawohl! Und hier raus! Was sagt jetzt? Da ist eine Menge zu klettern, okay? Ja, jetzt aber auch hier! Ich bin der Erste oben! Kriegen wir hin? Bitte. Hey! Nein! Ey, kannst du was trinken? Epische Soße? Was? Ich Speedspin? Ich hole mir die ganz kurz mal. Mal gucken, was die später macht, auf jeden Fall. So, hier jetzt durch die ganzen Boxen durch. Oh, und durchgeschafft. Sehr gut. Bam. Oh ja. Oh Gott. Oh ja. Oh. Aua, ich bin draufgegangen. Jawohl, ich nicht. Und jetzt habe ich die Soße bekommen. Ehrlich? Aber was hast du denn bekommen? Ich
Ja, weil du drauf. Ich hab gekauft, ja, weil du draufgegangen bist. Ach so, okay. Du musst einmal drauf. Hast du die nicht gekauft? Ich hab die auch gekauft, aber ich bin noch nicht draufgegangen. Ja, dann musst weil du einmal ich nicht schlecht bin. Wollen wir das am Ende einmal öffnen, oder? Ja, ja, wir öffnen die auf jeden Fall am Ende, wa? So, okay, was sagt ihr jetzt hier? Wir müssen. Oh nein. Uns entscheiden. Welcher Weg ist der richtige? Rechts! Ah! Oh mein Gott! Doch, rechts, rechts. Och, Mann. Ja! Rechts und links war. Ja! Das ist halt davon, ne? Als ob das rechts und links war, wie einfach. Oh, Wabba! Oh Gott, ich hab's so durchgezogen gerade, ne? Oh. Da wollte er die Teleportationskanone schon wieder benutzen. Gar nicht. Hä? Welche gar nicht, Tür ist jetzt die richtige? Hä, die hier. Ja. Du bist ja so schlecht. Du bist ja so schlecht. Wieso? Ich bin hinter dir. Alter, du hast nicht mal gesehen, dass ich die Tür eben schon... Hör auf was damit, das ist voll unfair. Au, die Stacheln. Alter, wie schlecht bist du? Hä? Oh, ich hab den Checkpoint nicht bekommen. Wir sollen durchziehen gerade. Ich hab den Checkpoint nicht bekommen. Keine Chance. Oh mein Gott, die Stacheln. Nicht lang vorbei balancieren. Jo, okay. Das passt. Wow, aufpassen jetzt. Ah, okay, warte mal. Wurdest du schon wieder getroffen, oder was? Das glaube ich nicht. Hau ab! Ich weiß gar nicht, was du meinst. Alter, du bist einfach bei mir. Ich glaub, ja, und ja, das kannst du nur mit Robux, ne? Hä, du spielst doch hier die ganze Zeit mit Robux. Nee, weißt du, eine Sache hast du nämlich nicht gecheckt, und zwar habe ich mir nie Speed gekauft. Das hatte man am Anfang bekommen. Wieso? Aber weil du dir irgendwas gekauft hast, ist das weggegangen bei dir. Guck mal, jetzt habe ich die extra Soße. Ja. Die mache ich auf jeden Fall gleich mal, machen wir gleich mal auf. Ja, ich bin mal gespannt. Oh. Hier, da. Oh. Alter, jetzt hör mal auf, die abzukürzen. Voll unfair. Wie schneller du bist, ist voll unfair. Alter, was für unfair. Ich habe halt ein bisschen. Ich bin halt jemand, der gibt halt. Ich bin gefühlt noch langsamer als vorher. Irgendwas ist mit mir passiert. Ja, weil du so. Ist dir nicht klar, dass du glaub, die dunkle Macht benutzt? Ich glaube, die extra Soße ist ein bisschen schwerer in meiner Tasche. Ja, ich glaube auch. So, ja, oh mein Gott. Was ist denn jetzt? Oh aufpassen, Gott, du darfst sie auf jeden Fall nicht berühren. Sieht auf jeden Fall aus. Ja, sieht echt so. Oh mein Gott, ist da vorne der Ausgang? Wieso? Da vorne ist ein weißes Licht! Hä? Jetzt, wer ist da? Bitte! Bitte! Nein! Ja, oh nein! Was ist? Gute, auf Wiedersehen, mein neues Testobjekt, sagt er. Oh nein! Du wirst nie entsperrt werden. Nein! Was macht er jetzt? Whoa. Nur ein Scherz! Wow! Er lacht auch noch so! Was? Wo sind wir denn jetzt in seinem komischen Labor? Hä? Das ist meine letzte schwierigste Falle, sagt er. Oh mein was? Gott. Wow! Okay. Ja, okay. Leute, wir müssen den Knopf da drücken, ne? Oh, mal ab da! Sag mal hier, den Knopf. Was hab ich denn für eine Anzeige? So, jetzt hier? Ich bin oben drauf, Hilfe! Auf den Knopf gedrückt hier und jetzt ist die Plasmawand weg. Ah. Ah, okay. Ich tippe auch drauf. Plasmawand geht weg. Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen und dann da einmal ganz rum, ne? Oha. Und dann ist da noch ein Knopf, den wir drücken müssen, ne? Ja. Hier lang jetzt. Guck mal, die Plasmakanone. Glaubst du, wir können die aktivieren gleich? Ich hoffe es dann, ne? Dann können wir gleich den Professor zerstören. Ja, safe. So. Hier, okay, dann hier rüber. Boom. Ja, Alter, anders kannst du das auch nicht. Ja gut, sorry, aber diese Dinger, diese Vierer sind auch nicht schwer. Die sind ja einen Kilometer weit auseinander. Guck mal, der Strom geht an. Was passiert da? Plasmastrom. Und oh mein Gott, der geht direkt zur Kanone. Oh mein Gott, die lädt sie jetzt auf oder so, ne? Ich denke ja. Wir müssen jetzt den Knopf drücken. Aufladen! Oh mein Gott, die lädt sich auf. Komm, schnell zurück. Wir müssen jetzt den Knopf da drücken. Oh mein Gott, wie krass ist das denn bitte? Das wird ja richtig heftig. Oh, ich bin jetzt fast da. Und? Oh, die ist jetzt bereit. Oh mein Gott. Und drücken! Feuer! Wow. Oh mein Gott, wir haben den Professor erledigt oder so, ne? Alter, guck mal. Oh, Alter, wir haben ihn komplett hops genommen. Wir haben ihn echt komplett hops. Sehr gut. Wo sind wir? Wir haben es geschafft. Wir sind draußen. Yippie. Und darauf sage ich nur Prost, ne? Ich würde auch sagen Prost. Alter! Wow. Alter! Das ist ganz schön scharf gewesen! Das ist sehr scharf! Das soll es gewesen sein, Freunde. Wenn ihr von mir wissen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt gerne bei mir aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao!